Ja, herzlich willkommen zum vierten Advent. Für uns heisst das die Auflösung des dritten Rätsels. Und im Nachgang dann stellen wir Ihnen das vierte Rätsel auf unsere Wireis. Sicher mögen Sie sich noch erinnern an Winter- und Inferno-Klima. Ich sehe hier einen Porto-Kleber. Ich denke, du erklärst uns, wo sind wir das letzte Mal gewesen. Die gesuchte Region war Douro in Portugal. Natürlich bekannt irgendwie für sein Portwein. Was der Gewinner von uns überkommt, ist ein Late Bottled Vintage von Dirk Nieport, ein sehr bekannter Produzent in dieser Gegend. In der Zwischenzeit ist aber der Douro auch umgestiegen und macht auch trockene Wein. Der zweite ist ein Cuvée aus der autochthonen Rebsorte, die nur dort wachsen, wie Tinta Roriz, Tinta Cão, Touriga Nacional. In den letzten Jahren sind Produzenten vermehrt übergegangen, auch weisse Wein aus dem Douro zu machen. Wir haben den dritten Wein, das ist ein Cuvée aus weissen autochthonen Rebsorten von Viosino, Gouveio und Habigato. Viel Spass mit dem Wein. Ja, vielen Dank fürs Vorstellen von diesen drei Weinen für den Gewinner. Ich glaube, wir haben Ihnen nicht zu viel versprochen, wo wir angesagt haben, dass der Gewinner sich jeweils auf einen exzellenten, ausgezeichneten, tollen Wein freuen kann. Genauso möchten wir das natürlich wieder für den Gewinner vom vierten Quiz machen. Ich denke, das vierte Quiz machen wir ein bisschen schwieriger, oder? Hinter mir sehen Sie ja bereits den Weinkeller. Ich denke, das wäre zu einfach, um herauszufinden, was ist das für eine Region. Wir machen es für Sie ein bisschen komplexer. Kleber, du willst wissen, wie heisst der entsprechende Produzent? Um den Produzenten zu erraten, probiere ich Ihnen eine kleine Geschichte zu erzählen. Vor langer Zeit musste eine Frau nach dem plötzlichen Tod von ihrem Mann es gut übernehmen. Mit unternehmerischem Geschick hat die Grande Dame aus dem kleinen Unternehmen ein weltweites Imperium gemacht. Unter anderem, indem sie ihrem Esstisch dafür geopfert hat. Welchen Produzent suchen wir? Ja, welchen Produzent das wir suchen, das Rätsel werden wir Ihnen am Weihnachtstag entsprechend auflösen, am 24. So. Bis dann wünsche ich Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich glaube, Kleber, wir stoßen mal schon bereits vorab an. Schöne Zeit und wir freuen uns auf den 24. Dezember.